Hier auf dem Platanenplatz, im Herzen des Campus, direkt am autofreien Templergraden, kann man zwischen den Vorlesungen super mal einen Kaffee trinken oder jeden Freitag im Sommer bei gutem Wetter auch im Biergarten sitzen. Also wir stehen hier vor dem Audimax mit 3 Hörsälen. Unten kann man vorher auch sitzen und zum Beispiel noch lernen. Und hier unten gibt es auch noch ein kleines Café, wo man sich Kaffee holen kann. Ich stehe vor der UniBib 2 und der UniBib 1. In der UniBib 2 gibt es leise und laut Lernräume. In den laut Lernräumen könnt ihr mit euren Freunden zusammen lernen und in den leise Lernräumen leise sein und alleine euch fokussieren. Die Bibs öffnen um 8 Uhr, aber manchmal muss man auch früher kommen, weil es ziemlich lange Schlangen gibt morgens. Und hier sind wir im Hauptgebäude, speziell in meinem Büro. Und dann gibt es im Hauptgebäude noch vieles andere zu entdecken. Die Aula, eine Cafeteria, einfach mal reinschauen. Today I'm in front of the Super C building, which is a central point for international students too. We have the Immigration Office as well as the Info Service Point for the Immigration Office, as well as the International Office. Hi, also das ist das Karl. Das ist so mit das größte Vorlesungsgebäude von der Uni. Da sind auch die Lernräume, viele Kleingruppen. Unten ist ein Café, wo man sich Kaffee oder Kuchen oder Waffeln, Waffeln sind sehr lecker, holen kann. Und das ist unsere Mensa, unser Platz zum Essen, zum Fragenstellen an den Aster und generell ein Ort, an dem ihr euch wohlfühlen könnt zwischen den Vorlesungen.